Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 1. Ja, das letzte Mal haben wir ein bisschen den Glow aufgeräumt. Und ich habe jetzt noch ein paar Holodiscs mitgenommen. Die werde ich jetzt gerade im Moment aber nicht vorlesen, weil das doch einiges an Informationen ist. Also ich kann hier mal kurz durchgehen. Ich klicke sie jetzt einfach mal durch. Wer Interesse hat, kann die sich durchlesen. Ich werde wahrscheinlich nochmal eine extra Folge dazu machen, indem ich den ganzen Scheiß vorlese, weil, wenn man hier sieht, das ist doch schon ein bisschen was. Und hier geht es dann halt auch noch mal gut weiter. Und was haben wir hier noch? Alpha-Experiment. Da haben wir hier einmal die komplette Seite. Und das. Und dann haben wir noch das Delta-Experiment. Gut, das Delta-Experiment ist nicht so viel. Aber gefühlt wäre ich da jetzt die halbe Folge mit beschäftigt. Haben wir sonst noch was? Brotherhood of Steel, Alpha, Delta, Mutantenübertragung, Sophia's FEV-Projekt, das andere haben wir alles. Gut, nee, gefühlt wäre ich da jetzt die halbe Folge mit beschäftigt. Dann mache ich lieber mal so zwischendrin eine kleine Folge, in der ich den ganzen Scheiß vorlese. Den kann man sich dann, den werde ich zusätzlich mit hochladen. Den kann man sich dann einfach anschauen, wenn man das Ganze vorgetragen von mir, also wenn man das Ganze vorgetragen bekommen möchte. So habe ich jetzt halt mal durchgeklickt. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das Ganze einfach mal ein bisschen durchlesen. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Und da kommt dann auch noch mal gleich ein Dank an Pixel Skorpion, denn ich wurde erinnert, dass ich im Boneyard noch nicht fertig bin. Da habe ich ja die Aufgabe mit diesen fehlenden Teilen von diesen Farmen angenommen, aber bisher noch nicht wirklich durchgezogen. Und dann gehen wir einfach mal direkt nach Downtown und müssen jetzt halt hier ein bisschen das Geraffel suchen, weil es in Aditum noch Leute gibt, die mir unter Umständen die Rüstung verbessern können. Und das klingt doch sehr interessant. So, und von dem Scavenger haben wir ja schon in Erfahrung gebracht, dass die Teile schon gefunden wurden und auf dem Rückweg, er sich auf dem Rück. Okay, ich glaube, ich hab's. Sind das die Dinger? Du siehst Schrott. Schrott ist immer gut. Dann schauen wir mal, was sie hier Schönes haben. Der war ja schon auf dem Rückweg und die haben ja immer wieder Probleme, an den Deathclaws vorbeizukommen. Deswegen. Haufen von Schrottteilen, von allem etwas. Gewicht 12 Pfund. Ich glaube jetzt einfach mal, dass das die Teile sind, die der Chemiker. Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Dass das die Teile sind, die er sucht. Und dann schleppen wir das Ganze doch einfach mal zurück. Vielleicht kann er damit ja was anfangen. Und vielleicht können die dann auch noch ein bisschen an meiner Power-Rüstung rumschrauben, weil die ja doch teilweise so ein, zwei kleinere Schwachpunkte hat. Also im Großen und Ganzen schützt sie schon gut, aber wenn da mal was durchkommt, dann, oder wenn man erstmal am Boden liegt und hier liegen überall die alten Metallrüstungen rum. Stimpak. Das ist schön. Das nehme ich doch gleich mal mit. Was liegt hier alles für Scheiße? Wurfmesser. Metallrüstung. Snipergewehr. Metallrüstung. Ja, das. Wir haben so viel Stuff. Der Chemiker war hier unten, ne? Okay. Aber der ist während dem Angriff doch nicht draufgegangen, oder? Ah, nee, ich hab ja noch mal kurz mit ihm geredet nach dem. Nach dem Gemetzel hier. Aber sauber machen tut hier auch keiner. Nimmt die Rüstungen ruhig. Ich habe dafür keine Verwendung. Noch eine Metall. Da ist ja der Chemiker. Hast du die Teile gefunden? Natürlich, hier sind sie. Miles sieht sich die Teile an. Das sind sie. Aber es sieht so aus, als müsste Smitty sie noch bearbeiten. Kannst du sie ihm bringen? Klar, ich komme zurück, sobald ich, wenn er sie fertig hat. Ne, das Rüberreichen hättest du jetzt halt auch noch machen können, aber
dann haben wir weniger zu laufen. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Du müsstest Teile für mich reparieren, damit ich eure Hydrofarmen wieder in Ordnung bringen kann. Ja, das kann ich reparieren. Gib mir ein wenig Zeit. Ein wenig später. Hier bitte, Smitty übergibt dir die reparierten Teile. Dankeschön. So. Dann gucken wir uns den Krempel doch einfach mal an. Ist wahrscheinlich immer noch Schrott. Schrott. Ein Haufen von Schrottteilen, von allen etwas. Können wir immer noch nicht wirklich viel mit anfangen. Also, Miles. Miles nimmt dir die fertigen Teile ab. Sieht ganz so aus, als hätte Smitty, sie gut hingekriegt. Danke für die Hilfe. Hier hast du etwas Entschädigung für deinen Aufwand. Miles gibt dir Deckel und Stimpaks. Wenn du auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommst, kannst du jederzeit bei Smitty und mir reinschauen. Wir können dir eventuell mit einigen guten Änderungen in deiner Ausrüstung behilflich sein. Smitty vollbringt mit einigen Waffen wahre Wunder und ich kann helfen, wenn es um bestimmte Rüstungsarten geht. Okay, dann schauen wir uns erstmal an, was Smitty sozusagen hat. Vielen Dank für das Wiederherstellen der Farmen. Wenn du jemals ein Plasmagewehr findest, bring es hierher. Ich kenne nämlich ein paar Tricks, wie man die Einspeisung verbessern kann. Das hört sich gut an, vor allem weil das Plasmagewehr momentan ja eigentlich auch unsere Primärwaffe ist. Okay, du hast also ein Plasmagewehr gefunden. Hier habe ich eins gleich für dich. Gib's rüber, dann schaue ich's mir mal an. Smitty nimmt das Plasmagewehr, holt sein Werkzeug heraus und fängt an, darin herumzubasteln. Und wenn das nicht schaffen sollte, haben wir im Zweifelsfall eben noch ein zweites Plasmagewehr. Das ist doch auch schön. Hier, das sollte es gewesen sein. Smitty gibt dir das Plasmagewehr zurück. Versuch's mal damit. So, jetzt bin ich echt gespannt. Und warum hat Princess ihre Rüstung ausgezogen? Ach, ist eigentlich auch egal. Das ist einmal ein Plasmagewehr. So wie wir es kennen und lieben. Und hier haben wir ein Turboplasmagewehr. Plasmagewehr macht Schaden 30 bis 65. 35 bis 70. Das ist gut. Das macht doch ein bisschen mehr Schaden. So, dann lege ich das normale Plasmagewehr wieder ab. So. Und dann Miles hatte auch noch was. Sieht so aus, als hättest du eine Powerrüstung gefunden. Ich habe von einem chemischen Prozess gehört, mit dem ich die Oberfläche härter machen könnte. Allerdings fehlt mir noch ein paar Anhaltspunkte, die ich brauche, um die Formel und die notwendigen Reagenzen zu bekommen. Soviel ich weiß, hat Mrs. Stapleton, die Bibliothekarin des Hubs, einige Zeitschriften und Bücher, die mir weiterhelfen könnten. Wenn du mir die besorgen würdest, könnte ich den Prozess an deiner Rüstung ausprobieren. Klingt gut, ich spreche mit Mrs. Stapleton. Alles klar, dann müssen wir wohl wieder in den Hub. Aber zuerst zieht Princess sich wieder ihre Powerrüstung an, die sie aus irgendeinem Grund ausgezogen hat. Und steckt dann... Sehe ich das gerade richtig? Das muss ich nochmal kurz überprüfen. Einzelschuss mit dem normalen Plasmagewehr 4 und ein gezielter Schuss 5. Turboplasmagewehr, Einzelschuss 3 und ein gezielter Schuss 4. Das heißt, wir haben 9 Aktionspunkte zur Verfügung momentan. Das heißt, wir können mit dem Turboplasmagewehr 3-mal ungezielt schießen. Das ist ja geil. Das finde ich gut. Gut. Aber, das werden wir wahrscheinlich in der Feldstudie noch herausfinden. Jetzt erstmal zurück zum Hub, dass wir die entsprechenden Zeitschriften und Bücher bekommen.
Das heißt, einmal zurück zum Hub. Komm, das deckst jetzt auch noch einfach mal auf. 12 Uhr, das ist eine gute Zeit. Auf nach Downtown. Okay, Bibliothek, da waren wir auch schon ein, zweimal. Und haben so das, die halbe Bibliothek leer gekauft. Und hier gleich verschlungen. Mrs. Stapleton, die Bibliothekarin. Schön, dich wiederzusehen. Nach was suchst du denn heute? Hast du vielleicht irgendwelche Chemiezeitschriften? Miles in Aditum hat gesagt, du hättest welche. Ja, ich habe von Miles gehört. Und ich habe auch die Zeitschriften, die du suchst. Sie kosten 750 Dollar. Ja, das ist für ein paar Zeitschriften schon ordentlich, aber hört sich gut an. Hier ist das Geld. Hier bitte, mein Herr. Erkennt wahrscheinlich in der Powerrüstung nicht, dass ich eine Frau bin. Oder dass Princess eine Frau ist. Ach so. Grüß Miles von mir. Achso, ich habe schon gedacht, Herr Miles, aber gut, dann haben wir das Zeug auch. Chemiezeitschriften. Verschiedene Zeitschriften zum Bereich Chemie. Die Artikel über Molekularchemie sind besonders interessant. Werde ich jetzt Princess nicht zum Lesen geben. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Dinger dann einfach verschwinden. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Hätten wir das gewusst, hätten wir aus dem Hub das Zeug gleich so mitnehmen können. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Oh, Princess. Manchmal ist deine Wegfindung ein bisschen anstrengend. So, und dann wieder zurück in den Boneyard. Da geht ja auch gut was voran hier. Wir haben keinen Interrupt, kein gar nichts. 23 Uhr ist vielleicht ein bisschen spät. Wackeln wir halt noch ein bisschen rum. 8 Uhr, das schaut schon besser aus. Auf nach Aditum. So. Miles steht immer noch bei Smitty rum. Warst du schon im Hub bei Mrs. Stapleton? Ja, hier sind die Bücher. Miles nimmt dir die Bücher aus der Hand und blättert sie durch. Er murmelt ein paar Minuten lang vor sich hin. Gut, ich denke, ich kann damit was anfangen. Aber es wird einen ganzen Tag dauern, bis die Verknüpfung zustande kommt. Ist das in Ordnung für dich? Kein Problem. Zeitdruck haben wir ja momentan nicht wirklich, also tu dein Schlimmstes. Miles nimmt dir die Rüstung ab. Und wehe, du verschwindest damit. Miles übergibt dir die Rüstung. Übergibt dir die Rüstung wieder. Sie scheint etwas mehr zu glänzen als vorher. So, ich glaube, ich hab's. Es hat geklappt. Ich hoffe, es hilft dir. So, jetzt habe ich natürlich keinen direkten Vergleich. Wie die vorher war. Superpower-Rüstung. Superpower-Rüstung. Sondermodell der T51B-Power-Rüstung. Die Verteidigungsfunktionen dieser Hightech-Rüstung wurden durch das Härteverfahren weiter verbessert. Gewicht 100 Pfund. Ich glaube, war das vorher bei 32 und... Ich glaube, Laser war nicht auf 90, aber... Ich glaube, es sollte auf jeden Fall was gebracht haben. Und jetzt haben wir echt gute Ausrüstung und ein paar Informationen aus dem Glow. Und wissen, was da so Sache ist. Und jetzt können wir eigentlich anfangen nach dem Lager der Supermutanten. Ach, ich muss vorher nochmal zur Brotherhood. Bevor wir anfangen... Okay, das ist das perfekte Ziel für unsere neue Ausrüstung. Ach.
Turboplasmagewehr. Ausrüsten. Und einfach mal Zug beenden. Ich möchte drei auf einen Schlag auf einen Streich erledigen. So. Schuss Nummer 1. Schuss Nummer 2. Und Schuss Nummer 3. Verdammt. Voll daneben getroffen. Aber es scheint wirklich, wirklich so zu sein, dass ich 3 ungezielte Schüsse mit dem Ding abgeben kann. Das gefällt mir sehr gut. Also, auf zur Brotherhood. Weil ich würde gerne noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Zumindest das Funkgerät. Da hätten wir uns zwar jetzt halt gerade im Ebene 2 waren die Quartiere. Genau. Ja, das Scharfschützen. Brauchen wir das? Wie viel Munition habe ich für das Plasmagewehr? 317 Schuss. Das sollte eigentlich reichen. Müsste eigentlich reichen. So, hallo Zimmergenosse. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Das ist schön für dich. So, das Funkgerät nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Und, ja, ein bisschen Munition schade, denke ich mal nicht. Ach, ich habe maximale Tragkapazität erreicht. Gut, was kann ich denn mal hier lassen? Scanner. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Stealth Boy. Das klingt auch nicht schlecht. Ich denke mal, den Geigerzähler kann ich da lassen. Und das normale Plasmagewehr brauchen wir auch nicht unbedingt. Und Munition. Tragkapazität erreicht. Ernsthaft. Werkzeug Dietriche. Ich denke, so viele Redaways brauche ich nicht. Tragkapazität immer noch erreicht. So, was lege ich denn weg? Granaten hätte ich eigentlich schon gerne welche dabei. Genauso wie Sprengstoff. Man weiß nie, wofür man das Zeug braucht. Das Seil ist auch, hat bisher auch nie geschadet, eins dabei zu haben. Die Schlüsselkarten brauche ich schon mal nicht. Die brauchen zwar jetzt nicht so ewig viel Platz. Und die Discs brauche ich auch nicht, weil die habe ich schon im Pip-Boy eingespeichert. Werkzeug, Sprengstoff, Stealth-Boy, Scanner, Granaten, Dietriche, die Wasserflasche. Wir sind auf einer längeren Reise, da schadet eine Wasserflasche nicht. Ein bisschen Redaway, ein bisschen Red-X. Mentats sind auch nicht verkehrt. Ich möchte eigentlich nicht wirklich was liegen lassen. Und es reicht das jetzt? Ja, jetzt habe ich es dabei. Sehr schön. Inventar 225. Ich bin genau an der Tragkapazität, sehe ich das richtig? Ja, ich kann nicht mehr mitnehmen. Das ist vielleicht gar nicht mal so klug. Was kann ich denn dann nochmal da lassen? Ja, gut, 2 Ladungen Munition. Wie viel macht das aus? Ja, immerhin 10 Pfund. Ist die Munition so schwer? 5 Pfund, Tatsache. Ja, komm, dann lasse ich nochmal ein drittes da. Dann bin ich auf jeden Fall mit 15 Pfund dürfte man schon irgendwas anfangen können. Ich hatte gar nicht gedacht, dass die Munition fürs Plasmagewehr so unglaublich schwer ist. Aber so kann man sich irren. So. Und dann können wir uns jetzt auf die Suche in den Nordwesten machen. Besser gesagt, vom
Wir können ja einfach mal ein bisschen die Küste lang gehen, weil dann sind wir am nordwestlichsten Punkt. Und dann von der Küste aus arbeiten wir uns ein bisschen ins Landesinnere rum und schauen dann, ob wir da eventuell auf diese Militärbasis, weil ich nehme mal an, dass es diese Militärbasis ist, die wir schon in den Aufzeichnungen vom Glow gelesen haben, dass das diese Einrichtung sein wird. Weil das mit dem FEV passt halt auch wunderbar zu den ganzen Geschichten mit den Supermutanten. Aber ob wir, wann, besser gesagt nicht ob, sondern wann wir das schaue ich jetzt nochmal schnell nach. Status. Bam, bam. Mariposa Militärbasis, genau. Ob und wann wir die finden, das würde ich mal sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.